In InDesign gibt es ja, wenn Sie die Folio Producer Tools installiert haben, die Möglichkeit, eine sogenannte Bildsequenz zu erstellen. Ich habe hier bereits eine neue InDesign-Datei erstellt, 1024x768, typische iPad-Auflösung also, habe hier eine normale Box erstellt vom Typ Rechteckrahmen und habe hier schon mal gesagt, vorrangig, ich hätte gerne eine Bildsequenz und jetzt brauche ich noch Material für diese Bildsequenz. Und wie bekomme ich dieses Material her, wenn meine Quelle ein bereits fertig gerenderter Film ist? In diesem Fall dieser Clip, den wir hier haben, knapp 2 Sekunden lang. Das Problem ist, ich möchte eben nicht den fertigen Video in InDesign einbauen, sondern ich brauche Einzelbilder, damit ich dann auch mit dem Finger übers Tablet wischen und diese Animation vor- und zurückspielen kann. Sehr viele Leute machen das mit einer hervorragenden Software, die heißt MPEG Stream Clip. Die ist funktionell wirklich der absolute Hammer, sehr gute Qualität und enorm viele Optionen. Ich möchte in diesem Blog aber einfach kurz darauf hinweisen, dass der Adobe Media Encoder das auch beherrscht. Also Sie müssen nicht unbedingt nur deswegen MPEG Stream Clip herunterladen. Ich würde es trotzdem tun, weil MPEG Stream Clip ist einfach cool. In diesem Film zeige ich Ihnen jetzt aber, wie Sie mit dem Adobe Media Encoder genau diese Aufgabe erledigen, die Einzelbilder rendern. Ich habe hier bereits einen leeren Ordner Bildsequenz, da rein sollen diese Bilder gehen. Ich ziehe also meinen Quellfilm da rein und sage hier auf der linken Seite beim Format, ich hätte gerne PNG als Bildformat. JPEG käme sicher auch in Frage, ich würde aber sagen, als Einzelbild ist PNG sicher in diesem Fall besser geeignet, die Qualität ist verlustfrei und bei lediglich 48 Einzelbildern, die in diesem Fall erstellt werden, reicht das absolut aus. Die Datenmenge, die erzeugt wird, die wird nicht immens sein. Hier bei der Vorgabe klicke ich ebenfalls hier drauf. Ich maximiere kurz das Fenster und ich zeige Ihnen kurz, worauf Sie hier achten müssen. Zuerst einmal klicken Sie hier auf Ausgabe und jetzt sehen Sie, dass wir hier Letterboxing haben. Das aus diesem Grund, weil wir hier auf 720x480 rausgehen wollen, aber das Format, das Quellformat hat eine etwas unorthodoxe Auflösung von 1000x480. In diesem Fall gebe ich das hier einfach ein, 1000x480. Wir sind ja nicht gezwungen, unbedingt diese 16:9 Auflösung von 1280x720 beispielsweise beizubehalten. Ist nicht nötig, wir nehmen hier unser eigenes Format. Was gilt es noch zu beachten? Ich sage hier gleich, wo das Ganze hin soll, und zwar in den Ordner Bildsequenz sichern. Dann ist es sehr wichtig, dass ich hier sage, als Sequenz exportieren. Würde ich das nicht tun, würde nur der jeweils aktive Frame hier als ein Einzelbild exportiert. Die Framerate, die nehme ich jetzt hier mal auf 24 Bilder pro Sekunde, dann sind wir identisch mit der Framerate des Originals. Das hat dann den Vorteil, dass wenn wir auf dem iPad oder auf dem anderen Tablet trotzdem den Film nicht mit dem Wischen abspielen wollen, sondern als normalen Film, der ein Bild nach dem anderen aufruft, dann dauert dieser Film gleich lange, er ist gleich schnell wie im Original, weil die Framerate halt identisch ist. In diesem Fall sieht man es hier, die Quelle 24 Frames pro Sekunde, unser Ziel halt eben auch. Brauchen wir den Alpha-Kanal? Nein, brauchen wir nicht, ist in diesem Fall nicht erwünscht, der Hintergrund soll weiß sein. Rendern mit maximaler Tiefe können Sie für Tablets generell vergessen, ist nicht nötig. Maximale Renderqualität brauchen Sie nur, wenn Sie wirklich Videos exportieren und nicht Standbilder. Und auch nur dann, wenn Sie Videos runterskalieren, von Full HD auf HD Ready zum Beispiel. Die Frame-Überblendung brauchen Sie auch nicht. Die empfiehlt sich auch nur dann, wenn Sie Video, also nicht Einzelbild exportieren
und die Framerate zum Beispiel von 30 auf 24 oder so ändern, dann empfiehlt sich diese Frame-Überblendung. In diesem Fall haben wir alles korrekt eingestellt. Ich klicke auf OK und bin ready. Ich kann das Ganze jetzt hier abspielen lassen. Das war's schon. Dieser nervige Ton sagt uns, dass wir fertig sind. Wenn wir uns hier den Ordner Bildsequenz kurz anschauen, dann sehen wir, dass wir hier 48 Bilder haben, schön nummeriert aufsteigend, angefangen bei 0 und aufgehört bei 47. In diesem Fall können wir jetzt zurückkehren zu InDesign. Ich klicke hier nochmals weg, also ich hole mir den Overlay Creator, wenn die Folio Producer Tools installiert sind. Den finden Sie auch im Menüfenster Erweiterungen Overlay Creator. Ich klicke meine Bildbox an, sage Bildsequenz, hole mir hier den Ordner Bildsequenz und bin eigentlich schon ready. Was ich dann gerne noch mache, ich sage hier nicht zuerst erstes Bild anzeigen. So kann ich mir nämlich mein eigenes Standbild holen, zum Beispiel dieses fertige Bild hier. Dann könnten wir auch zum Beispiel sagen, dass dass der Film zum Abspielen anhalten, tippen, dass der automatisch abspielen soll, wenn wir drauf tippen auf diesen Film, und zwar in diesem Fall mit ebenfalls 24 Bildern pro Sekunde, damit das Ganze dann eben übereinstimmt. Ich stoppe hier beim letzten Bild und schaue mir das Ganze hier mal in der Vorschau an. Jetzt öffnet sich der Adobe Content Viewer und hier habe ich jetzt einerseits die Möglichkeit, da drauf zu klicken. Der Film spielt ab in der gleichen Laufzeit, den er sonst auch hätte. Ich habe aber die Möglichkeit, hier mit meiner Maus oder dann halt auf dem Tablet mit dem Finger über diesen Film zu wischen und diese Animation hier entsprechend in diesen einzelnen Zuständen mir anzuschauen. Das ist sicher viel angenehmer, als wenn so ein kurzer Clip einfach nur als hundsgewöhnliches Videomaterial zur Verfügung stehen würde. Fazit dieses Filmes: Sie können den Adobe Media Encoder einsetzen, um auch Einzelbilder aus bereits bestehenden Videoclips zu exportieren. Wenn Sie das öfters tun müssen, habe ich Ihnen hier noch ein kleines Supplement. Und zwar könnten Sie auch einen Hotfolder erstellen. Ich sage zum Beispiel einfach mal Hotfolder, ziehe den hier unten rein auf überwachte Ordner, sage hier, ich hätte gerne PNG als Endformat, kontrolliere hier nochmals kurz meine Einstellungen, das stimmt nicht mehr, ich brauche die Sequenz, ich brauche in diesem Fall immer 24, kein Alpha-Kanal, 1000 mal 480, das ist gut. Und wenn ich jetzt fertig bin, sage ich einfach OK. Und das Sichern geschieht automatisch im Hotfolder drin, in einem Ordner, der nennt sich Ausgabe. Sofern Sie jetzt hier oben die Option aktiv haben, überwachte Ordner automatisch kodieren, können Sie einfach Ihr Quellmaterial in den Hotfolder reinschieben. Das Ganze dauert dann ein paar Sekunden, Sie sehen es dann gleich da oben, bis mit dem Umwandeln angefangen wird. Wenn wir fertig sind, haben wir auf der einen Seite den Ordner Quelle, also das Original wird in den Ordner Quelle verschoben und das finale Ergebnis liegt dann im Ordner Ausgabe, wo jetzt wieder unsere 48 Teilbilder sind. Also das ist sicher noch eine ganz coole Option des Media Encoders, dass Sie sich Hotfolder anlegen können, die dann, je nachdem wie Sie sie konfigurieren, automatisch das ausspucken, was Sie halt eben sollen. Gut, das war's. Dauerte viel länger, als ich eigentlich wollte. Und Sie sehen es, es ist bald 1 Uhr nachts. Aber ich kann nicht schlafen und habe mir gedacht, vielleicht bin ich nachher müder. Gut, ich hoffe, Sie haben ein bisschen wieder was mitgenommen. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Meierle.